Es ist eine Mannschaft, die Fußball spielen möchte, mit Köln auch ein Trainer, der das auch forciert. Sie sind auch, denke ich, vor heimischer Kulisse auch darauf aus, uns ja den Schneid abzukaufen. Sie werden energisch rangehen, sie werden uns auch keinen Millimeter Grashalm auch irgendwo schenken. Das wissen wir und darauf werden wir uns auch vorbereiten. Und deshalb wird es ein absoluter Pokalfight. Und das Stadion ist eng, das Stadion ist klein, es wird voll sein, die Fans haben Bock. Ich denke, wenn man 1860 gegen Schalke hört, dann ist es auch vom Prestige her, denke ich, ein sehr, sehr interessantes Duell. Dieses Zusammenspiel, Platz und Tribüne hat wirklich perfekt gepasst. Und deshalb ja, wollen wir diese Energie natürlich jetzt mitnehmen. Wir haben jetzt einen anderen Wettbewerb, das heißt DFB-Pokal. Und wir haben in der ersten Runde gezeigt, dass wir relativ souverän weitergekommen sind. Das wollen wir jetzt auch gegen 60. Wir wollen ein gutes Spiel machen. Das ist ein abgewichster Torjäger, der sehr, sehr gefährlich im Strafraum ist. Hat eine wirklich sehr, sehr große körperliche Präsenz auch in der Box, macht die Bälle gut fest, hat immer wieder auch eine gute Lösung zwischen Abschluss und Ablegen für Spieler, die dann auch nachkommen, ist der absolute Zielspieler bei ihnen und auch der absolute, ja, Emotionsspieler auch für die Kulisse, weil er immer wieder auch mit seinen Aktionen die Kulisse mitreißt und ja, es wird natürlich auch eine Aufgabe sein, ihn zu kontrollieren.